Begegnung mit Medusa gestern war echt abgefahren. Ich schüttle die Angst ab und betrete den Raum Nummer 6. Als ich den Raum betrete, höre ich ein unheimliches Knurren. Ein flaues Gefühl bahnt sich in mir an. Bevor das Licht angeht, sehe ich die Zeit. 666. Passt zum Datum. Aber was? Minuten? Als das Licht angeht, beginnt die Zahl herunterzuzählen. Das sind Sekunden. Sprich 666 Sekunden. Als ich gerade ausrechnen möchte, wie viele Minuten das sind, lenkt das nächste Monster seine Aufmerksamkeit auf sich. Ich knalle hart an die Tür, als ich zurückweiche. Zwei aggressiv knurrende Höllenhunde stehen vor mir. Sie sind riesig, haben je 4 rote Augen, ein rostiges Metallhalsband und ihre Haut sieht stark verbrannt aus. Sie sind bereit, mich in Stücke zu reißen. Ich bekomme Schweißausbrüche. Die Notiz liegt direkt vor mir auf dem Boden. Rasch lese ich sie. Schnapp dir den Controller vor dir und drücke so schnell du kannst wiederholt die Taste X. Das ist das Einzige, was die Höllenhunde an den Ketten lässt. Viel Glück. Meine Hände krallen sich an den Controller. Da ich vom Zocken Muskeln in meiner Hand und den Armen habe und da auch ein wenig Übung, kann ich das hier gut. Aber nach ein paar Sekunden wird mir klar, wie anstrengend das ist. Je schneller ich drücke, desto langsamer kommen die Höllenbiester näher. Wenn meine Kraft nachlässt und meine Geschwindigkeit ebenso, kommen die Biester rascher auf mich zu. Ich fluche vor Schmerz und versuche immer wieder die Hand zu wechseln. Um mich abzulenken, habe ich die Minutenzahl ausgerechnet. 11 verschissene Minuten. Zum Glück habe ich die Hälfte hinter mir. Ich weine vor Erschöpfung. Nein, ich darf nicht schwach werden. Ich habe nachher genug Zeit zu weinen und mich zu entspannen. Ich kann nicht mehr. Die Hunde sind weniger als 1 Meter von mir entfernt und ihre Spucke von deren Zähnen trifft meine Wangen. Die Hitze, welche sie ausstrahlen, brät mich beinahe, wie ein Steak oder so. Als die Zeit endlich zu Ende ist, entriegelt die Tür. Mit meinem Rücken kriege ich es irgendwie hin, die Tür zu öffnen. Der Controller findet seinen Weg auf den Boden, ich lasse mich auf den Hintern fallen, direkt aus der Tür, welche ich mit den Füßen zuknalle. Das war zu viel. Erschöpft krieche ich zum Lagerfeuer. Meine Arme zittern, ich spüre meine Finger nicht mehr. Ich weine. Nick. Ende.